So, wir kommen jetzt in diesem Teil zu einem ganz wichtigen Bereich, und zwar das sogenannte Boxmodell. Hier geht es hauptsächlich um die Anordnung der Elemente, damit wir verstehen können, wie das ganze System hier und das CSS arbeitet. Bei den Boxelementen gibt es zwei verschiedene Elemente. Zum einen die sogenannten Inline-Elemente, bei denen wir die Breite und die Höhe nicht festlegen können. Das zweite, das sind die Blockelemente, wo wir die Breite und die Höhe bestimmen können. Die Blockelemente nehmen immer die gesamte Bildschirmbreite des Browsers ein. Wir können das Ganze sichtbar machen, indem wir also zum Beispiel bei unserer Überschrift hier einmal auch eine Hintergrundfarbe mit vergeben. Ich setze einmal diese H1-Anweisung für die Überschrift etwas um, gebe als erstes mal eine andere Schriftart. Dann gehen wir in den Bereich Farbe, Color, machen wir mal eine grüne. Ein Schreibfehler, eine grüne. Und als nächstes geben wir die Hintergrundfarbe, die ich eben angesprochen habe, die nennt sich Background Color, und da machen wir mal ein Light Gray, also eine hellgraue Farbe. Um das Ganze noch einmal abzuschließen, werden wir dem gesamten Überschriftenbereich noch einen Rand geben, einen sogenannten Border. Als erstes bekommt ihr eine bestimmte Breite, nehmen wir mal 5 Pixel. Dann möchte ich, dass der ganze Rahmen durchgehend gezogen wird. Und ich möchte, dass der Rahmen eine rote Farbe hat. So, ich speichere das ab, aktualisiere im Browser die Datei. Und wir sehen jetzt, dass die Überschrift grün ist, dass sich die Überschrift verändert hat, dass die Hintergrundfarbe jetzt hellgrau ist und dass wir einen durchgehenden roten Rahmen haben. Zu der Bezeichnung beim Border nochmal die Bildschirmstärke, also die Rahmenstärke, und Solid ist also diese durchgehende Linie. Die können wir einmal kurz abändern, indem wir hier mal Dashed eintragen, und wir sehen mit der Bezeichnung Dashed hat unsere Linie jetzt eine Strichelchenlinie bekommen und keine durchgehende Linie. Wir setzen das Ganze also wieder zurück auf Solid, sodass wir eine durchgehende Linie haben. So, speichere nochmal ab, aktualisiere. Und wenn wir jetzt den Browser vergrößern in der Breite, dann achtet darauf, dass oben die Überschrift bis an die rechte Seite des gesamten Bildschirms geht. Egal wie breit ich den Browser steuere, er hat immer die komplette Breite des Bildschirms. Das ist die Eigenschaft von Blockelementen, dass sie immer die komplette Breite einnehmen. Durch den grauen Hintergrund jetzt wunderbar zu erkennen. Des Weiteren haben wir gesagt, dass wir das Blockelement auch beeinflussen können von der Breite und von der Höhe her. Die Breite legen wir mal fest mit 400 Pixel. Und die Höhe nennt sich Height. Machen wir mal die Hälfte, 200 Pixel. So, und wenn wir jetzt das Ganze nochmal abspeichern, aktualisieren, dann sehen wir jetzt hier im Browser, egal wie breit jetzt der Browser aufgezogen wird, dass unsere Überschrift eine feste Breite jetzt vorgegeben von 400 Pixel und eine Höhe von 200 Pixel hat, inklusive diesem grauen Hintergrund. Ebenso wie die Überschrift sind jetzt hier die Absätze, die P-Paragraphen, die Grafiken, die Images und auch hier ganz unten noch, wo unsere Anker liegen, also die Links, sind alles Blockelemente, die wir auf diese gleiche Art und Weise ansprechen können. Die zweite Gruppe, die sogenannten Inline-Elemente,
sind also Elemente, die innerhalb eines Textes anders gestaltet werden. Zum Beispiel gehe ich mal rüber in die Indexdatei. Die ersten beiden Worte, nehmen wir mal die Strong-Anweisung, sodass wir also diese Fettschrift einsetzen. Ich muss den nur noch rübersetzen. Dort hinter, so, eingebaut, abspeichern und aktualisieren. Und wir sehen also, dass die beiden Worte weit hinten hier in unserem Browser fett dargestellt werden. Also Inline-Elemente beziehen sich nur auf den Bereich innerhalb eines Block-Elementes und haben nicht den Anspruch, die ganze Breite einnehmen zu wollen. In dem Moment, wo ich keine Innerblock-Formatierung vornehme, sondern zum Beispiel hier oben für das, was wir eben in Fettschrift dargestellt haben, ein H3 nehmen, speichere ab und aktualisiere, wird aus diesem Inline-Element sofort ein Block-Element und nach oben hinausgerückt und hat sich also erst von dem Bereich hier des Paragraphen abgetrennt und ist jetzt wie oben die Überschrift auch ein Block-Element, der auch wieder die ganze Breite für sich einnimmt. Gehen wir einmal weiter im Boxmodell und beschäftigen uns jetzt mit einem Absatz. Ich werde den Text mal etwas einkürzen, damit er übersichtlicher gestaltet werden kann. Und gehe jetzt rüber in die Style-Datei. Wir werden jetzt für ein einheitliches Bild die Anweisung von dem oberen Bereich von der H1 übernehmen, die Breite und die Höhe. Und dann bringen wir noch einmal einen Rahmen mit ein, indem wir also einen Border angeben. Und den Border setzen wir fest wie gehabt mit 5 Pixel von der Breite her, machen ihn wieder solid und setzen ihn auf blau. So, ich speichere das Ganze ab, aktualisiere Datei und wir sehen jetzt, dass unsere drei Teile, die wir untereinander gesetzt haben, jetzt die gleiche Breite vorgeben, dass sie einen Rahmen bekommen haben und dass unsere Absätze jetzt innerhalb dieses Rahmens stehen. Für dieses Beispiel werden wir jetzt unsere Box-Erweiterung einmal anschauen. Um das Ganze erst einmal etwas genauer darstellen zu können und erklären zu können, benutze ich jetzt die Webmaster Tools von Google Chrome. Ich möchte den Bereich hier einmal erklären. Rechte Maustaste, gehe ich auf Untersuchen und jetzt gehen die Webmaster Tools auf. Und wir befinden uns hier in dem Bereich des ersten Absatzes. Ich gehe auf Computed und habe jetzt hier eine Angabe über die gesamte Steuerung von diesem Boxmodell. Das erste, was wir sehen, ist in der Mitte 400 mal 200 der Bereich, den wir definiert haben als Absatz. Und zwar 400 von der Breite und 200 Pixel von der Höhe. Danach befindet sich hier grün angezeichnet, bei uns im Text im Augenblick noch nicht zu sehen, das sogenannte Padding. Das ist der Bereich, der zwischen dem Originaltext und jetzt hier angezeigt, wechsel mal, den sogenannten Border, der Abstand zwischen Text und Border. Und außen darum farbliche Bereiche, das sogenannte Margin, was also die komplette Breite rundherum um unseren Absatz bezeichnet. Ich habe eine zweite Datei mal aufgemacht und angelegt, dass wir das ganze System noch einmal etwas größer darstellen können. Hier nochmal das Boxmodell in groß. Der Bereich in der Mitte ist der, welcher der Text, der Inhalt unseres Absatzes ist. Der Padding-Bereich ist der Bereich, welcher vom Absatz geschriebenen Text zum Beispiel bis vor einem vorhandenen Border einen Rahmen geht. Und der Margin-Bereich ist der Rest, der hinter dem Border in die freie Fläche von unserem Absatz, von unserer Seite geht. Das sollte auf jeden Fall erstmal verstanden werden, was die Bedeutungen der einzelnen Begriffe sind und was sie
in unserer Datei auswirken. Ich schalte mal wieder zurück auf unsere Indexdatei und gehe in die Style-Anweisung. Und wir wollen jetzt unseren Bereich hier, den hier, wollen wir den Text innerhalb unseres Absatzes ein bisschen weiter einrücken, denn so kann er hier nicht bleiben, so sieht er also nicht besonders vorteilhaft aus. Wir haben festgestellt, dass der Bereich hier unten nochmal zu sehen, der nennt sich Padding. Also schreiben wir Padding und geben ihm eine Breite von 20 Pixel. Und wie wir sehen können, jetzt sogar hier mit leichten Linien hinterlegt, ist unser Absatz und unsere Schrift voneinander auseinandergerückt und wir haben jetzt eine vernünftig lesbare Form unseres Textes. Ich speichere das Ganze, aktualisiere die Datei. Jetzt wollen wir noch mal sehen, was der Margin macht. Jener hier, den setzen wir mal für einen größeren Abstand auf 50 Pixel. Margin nehmen wir jetzt 50 Pixel. Ich habe das Ganze ab, aktualisiere und wenn wir jetzt hier raufgehen, dann haben wir rundherum unsere 50 Pixel Abstand von dem einen zum anderen Absatz.